So. Wir haben die Kohle aufgespürt. Wie? Ich habe einen einfachen Auftrag für dich. Du musst jemanden umlegen, der normale, fleißige Leute ausnimmt. Der unangenehme Zeitgenosse heißt Blake und ist ein gerissenes Aas. Mehr Infos über ihn schicke ich dir. Okay. Den hier. Der sieht aus wie ein Bulle. Okay. Aber hier kann man, glaube ich, auch verkaufen. So, nee. Hä? Ist doch ein Bulle! Verarschen. Muss ich euch alle umbringen halt. Die ist echt nicht schlecht. Und er hat einfach nur Bullenklamotten angehabt, hat er gesagt. So. So, können wir denn mittlerweile hier, Journal? Nee. Journal? Nein. Nein. Ja, machen wir jetzt hier echt einen Schießstand. Kommen wir ja gar nicht mehr dazu. Okay. Ich habe echt keine Ahnung, wie wir sonst irgendwie Geld verdienen sollen, außer jetzt mit Nebenaufträgen. Ui. Jetzt schon was besser. Genau, hier ist ja unsere Bude. So. Ah, hier können wir, glaube ich, wieder verkaufen. Genau, verkaufen. So, wenn das laden würde, genau. Kann weg. Die Pistole tue ich mir gleich in den Schrank rein. Die kann auch weg, das MG auch. Boah, den Rest kann man eigentlich auch erstmal alles. Ach, die wollte ich schon ausprobieren. Die Railgun hier. Oder Präzisionsgewehr. Ja, sieht aus wie eine Railgun. So. Weg, weg, weg. Alles weg. So. Nahkampfwaffen, das hier. Ah, Messer tun wir auch mal weg. Klamotten. Ja. Und Junk. Jo. Gut, dann haben, hätten wir wieder knapp 5000 wieder. So. Dann hoch zum Schießstand. N54. Das ist das Neueste aus aller Welt. Der Einsturz der Lunarinskaya Uranmine direkt außerhalb von Novosibirsk in Südsibirien war tragisch, hat aber ein glückliches Ende gefunden. Zur Erinnerung, bei dem Unglück damals waren 35 Bergarbeiter nach einem schweren Erdbeben tief unter der Erde gefangen. So, extra hier für mich gewartet, ne? Hey, wie? Geht gleich los. Wenn du nochmal schiffen musst oder so, mach's jetzt. Nee, kann losgehen. Aufmerksam von dir. Die Party kann losgehen. Naja, erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp, hopp. Hopp, hopp. Auch noch Munition nehmen. Ja,
Ich glaube, für die nehmen wir am besten jetzt die Pistole, wo wir schon Grund haben, wenn die da rumliegt. Tun die erstmal hier meine Katana weg. Ah, ich glaube, für die tue ich mal extra nochmal ein Zielfernrohr drauf. So. Okay. So, wie viele sind da? Nur 6? Oh, meine Fresse. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf. Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das vom Nachbarn. Der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Ah ja, nur Kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmwurmen und Raketenschleudern raus. Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Aber genug gelabert. Okay. Und ihr bekloppt. Bereit? 3, 2... Hey, hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der Doppel... Nur Kleinkaliber. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter. Und jetzt mach einen Abgang, Mann. Sofort. Hey, entspann dich, Joe. Einfach mal chillaxen. Bin ja schon weg. Mit der Pumpgun, ey. So ein Scheiß. Mann, Mann, Mann. Na gut. 3, 2, 1. Aufs Ziel, wie? Schieß aufs Ziel, nicht die Wand. Dankeschön. Kann mehrmals schießen, ne, dann. Halbzeit, wie? Streng dich mal ein bisschen an. Was war das für ein Mist, Lisa? Brille vergessen? Ja, es wird nichts mehr scheiße. Ah, geht doch nichts über den Geruch von rauchenden Colts. Stopp, Leute! Ende! Wir sind fertig! Hm. Erster Platz, Rudy! Zweiter, wie? Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen! Na los, verschwindet! Boah. Hey, ist alles okay? Hey, alles klar? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay. Gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll's lassen. Mach's gut, wie. Man sieht sich. Hm. Okay. Hm. Der ist wohl nicht so sehr begeistert. Dann rüsten wir hier wieder das Katana aus. Patronette. Ja, genau. Aber ich wollte mal jetzt mal das Ding hier ausprobiert haben. Ui. Kein Geld. Okay, vielleicht kann er mal eine Action ausprobieren irgendwann. Hast du denn was Neues? Aber ich kann ja kein Geld ausgeben. Wen haben wir denn da? Eine Freundin? Ne, ich kann nichts ausgeben, tut mir leid. Ein guter Knarren. Verpiss dich einfach, bitte! Was willst du, Alte da? Try out our freshly developed new tastes and let your tongue be amazed. All foods. Alles klar. Was für eine Waffe? Verstanden. Okay. Sicher. Warte, geh nicht. Können wir hier auch noch was machen? Was
ist was im Angebot? Schon wieder Schlagstöcke und so und Kram? Ja, okay. Aufstehen. Nee. Ich würde den aber mal gerne prügeln, du. So, dann gucken wir schneller in unserem Apartment nach. Was ist los? Ich wohne über ihm. Dann wohn weiter da und kümmere dich um deinen Scheiß. Mendes, warte! Das ist seine Nachbarin! Sollte nicht mit Cops reden. Das ist ein Megatower. Wer mit Cops redet, ist für alle ein Verräter. Das dauert nur eine Sekunde. Kennst du Barry? Nicht so richtig. Haben ein paar Mal geplaudert. Er ist ein Freund aus dem Revier. Hat vor kurzem aufgehört. Hatte einen Zusammenbruch, als sein bester Freund starb. Wir befürchten, er könnte was Dummes tun. Ganz ruhig, Petrova. Barry hat Nerven wie Drahtseile. Er ist nur ein gehässiger Bastard. Mendes! Könntest du nach ihm sehen, wenn er sich beruhigt hat? Mal sehen. Weiß nicht. Klingt etwas zu persönlich für mich. Bin nicht gerade gut im Trösten. Denk drüber nach, okay? Barry ist ein guter Mensch und Cop. Er hat's nicht verdient, allein zu sein. Ich denk drüber nach. Ich kann aber nichts versprechen. Happy together. Rote hier oder was? Hey Barry, alles okay bei dir? Das nehme ich mal als ein Ja. Ich komm später nochmal. Den kann ich jetzt auch nichts mehr machen? Ne, okay. Dann. Was soll das? Zurück! Lass mich hier nicht mehr blicken! Was? Soll ich jetzt verarschen oder was? Nur weil ich jetzt gerannt bin oder was? Alter, ey. Oh. Was jetzt? Ja, ja, ich gehe ja schon. War jetzt unser Häuschen hier? Ne, noch eine hoch, glaube ich, oder? Hier? Warte, jetzt nochmal. Was zum Teufel soll das? Bin gerade verwirrt. Wo war jetzt nochmal das Apartment? Hier, das hier war das doch, genau. Bees Apartment. So, reintun werde ich jetzt erstmal. Ja, das Dinge. Knarre. LMG und komm, legen wir die Pistole auch mal rein. So. Okay. Hier werden wahrscheinlich noch Knarren dazukommen. Mann, hätte ich das gewusst mit den Eddies, ey, Mann. Mr. Hand! Oh, hey, endlich! Heute ist dein Glückstag. Zumindest, wenn du Pacificas Logruf hörst und dich ihm ganz hingeben willst. Hast du was für mich? Naja, wie gesagt, wir haben kein Interesse an dem, was du ihnen andrehen willst. Aber sie haben ein anderes Problem. Also habe ich dich vorgeschlagen. Erledige das vernünftig und du kannst Brigitte sprechen. Okay, mit wem rede ich und wie? Geh zur Kapelle auf der Sloan. Zum Altar. Irgendjemand wird dich anfassen. Nicken. Irgendwas Seltsames. Verstanden. Danke. Boah, endlich geht's weiter, ey. Mann, Mann, Mann. So, dann, Journal. Map 10 Pellen. Gib ich zur Kapelle. So. Ah. Oh. Jefferson Perales und ich stehe zu meinem Wort. Der Knarre in der Hand. Vielleicht 4 Fernseher? Warum? Nicola! Nicola! Der ist der Name! Der ist der Name!
So. Dann auf geht's. Ich brauche nochmal eine fette Ballerei hier. Gerne Probleme. Man kennt's. Drei Kilometer, oh. Würdest du jetzt mal bitte langsam rendern? Na, vorbeigefahren. Ah. Judy, genau. Nachricht lesen. Ja, Nachricht lesen. Kann gerade nichts machen. Hallo, Nachricht lesen? Nein. Ich stehe hier gerade ein bisschen. Ah, hey, wie läuft's, Vieh? Hast du schon diese Voodoo-Boys gefunden? War ziemlich busy. Sind wir ja alle. Viel Glück bei der Suche. Pass auf dich auf, okay? Ich will nicht, dass dir auch sowas passiert wie F. Wie geht's Evelyn? Besser? Unverändert. Sie ist irgendwo in ihrem Kopf gefangen. Das muss die Hölle sein für sie. Sorry, ich muss los. Bis dann. Okay. Glenn. Das ist wahrscheinlich Supergebäude 01, ja. Ich finde schön, wie die alle beschriftet sind. Weiß ganz genau, welches was ist. Jetzt kommen wir aus der Stadt raus, ne? Im Einblick will ich aber riskieren. Na, das scheint ein Downtown zu sein. Der Rüssel. Hey, ich glaube, dich kenne ich nicht. Hier ist Claire. Willkommen in Barkeeperin im Afterlife. Das geht. Oh, hab ich die Zeche geprellt? Geld wartet nicht. Alle reden. Wir hören uns. Die Söldnerin, auf die man sich verlassen kann. So eine brauche ich jetzt. Okay. Ich brauche einen Fahrer. Straßenrennen. Komm in meine Werkstatt, dann erfährst du mehr. Rennen klingt gut. Wo ist deine Werkstatt? Arroyo, Valley Street. Hübsch dort, kann man nicht vorgehen. Alles klar, ich komm hin. Falls ich nicht da bin, wenn du kommst, warte einfach. Bin nach meiner Schicht im Afterlife da. Ah, sie Barkeeperin. Okay, bis dann, Claire. So. Die Beast in me. Okay, lass mal gucken. Auf jeden Fall. Das fetzige Kapelle, muss ich dazu sagen. Boom, boom. So muss jede Kapelle sich anhören. Mit einer fetten Anlage. Ach, warte, bis die Kirche geöffnet wird. Warten. Etwas später. ASAP. Huh? Got me home, sick kid. Meinst du mich? Ach Gott, no home. Sick kid and cheating wife. Need Buzu money ASAP. You're just gonna make it anyway. Wie geht's? Gibt es Solid?
Das ist eine geile Kathedrale, du, hör mal. Wir haben gewartet. Wie hast du mich bloß erkannt? Die Haare, oder? Wir haben ein Auge auf dich, seit du nach Pacifica kamst. Damit ich mich nicht verlaufe. Bist du meine Kontaktperson? Bist du mein Kontakt? Erfahre ich bald mal, worum es geht? Ich bin nur der Mann in der Mitte. Du erfährst mich. Bald. So, so macht ihr also Geschäfte in Pacifica. Ihr habt eine interessante Geschäftsstrategie hier. Keine Details, keine Namen. Niemand weiß irgendwas. Wir kennen deinen Namen. Das reicht. Ist das eine Art Test? Scannst du mich? Checkst, ob ich alleine hier bin? Was für ein Chrom ich hab? Ist das eine Art Test? Unsere Leute kennen wir, seit sie Babys sind. Wissen, sie sind Engel. Ich kenne wir nicht. Okay, und wessen Beerdigung ist das? Er ist gestorben. Hat das mit dem Job zu tun? Du denkst, wir führen für dich eine Beerdigung auf? So, ich will mit Brigitte reden. Wo ist Brigitte? Kann ich mit ihr reden? Ne Brigitte. Nein. Das Einkaufszentrum an der Kreuzung. Geh zu dem Fleischer dort. Frag nach Placide. Er erklärt dir die Details. Okay. Na, hier sind wir schon am Stadtrand. So, begib dich zum Fleischer. 70 Meter, ja, kann ich auch laufen. Man sieht direkt, wie man ins Armutsviertel eindringt. Die Leute direkt nicht mehr so reicher. Überall liegt Müll. Ist auch nicht mal alles so schön am Leuchten. Der Wolkenkratzer scheint auch nicht mehr der neueste zu sein. Wenn man vergleicht, da sieht man jetzt nicht, aber ne? Okay. Oder ob das der Wolkenkratzer ist, wo die Atombombe drauf explodiert ist? Ich bin mir da gerade gar nicht sicher. Mein Kreolisch ist ziemlich eingerostet. Nous parlons mille langues dans la cité. Nous-mêmes, nous parlons seul grain. So ein Pech. Ausgerechnet eure kann ich nicht. Comme translation, pas maton. Übersetzungssoftware macht dich nicht clever. So, ich suche. Warte, verkauft ihr ernsthaft Fleisch? Ihr verkauft hier tatsächlich Fleisch? Ernsthaft? Ernsthaft? Qui ça l'appelle? La PC est bien intelligent, il semblait. So, ich suche Placide. Ich suche Placide. Placide. Garde ici là. Guck hier. Du bist es hier rein. We'll be right back.